So, da sind wir wieder zurück hier bei The Umbrella Chronicles. Ja, wir sind in der letzten Folge gestorben, weil ich beim Quicktime-Event die falsche Taste gedrückt habe. Egal, wir machen es jetzt nochmal. Gucken, wo wir jetzt dann starten. Ich hoffe, nicht allzu weit. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal gegen den Tyrant kämpfen. So. Genau. Ach, guck mal hier. Ach, wir starten mit dieser Egel-Szene am Anfang. Eklige Egels. Man muss übrigens nur die abknallen, die einem auch ins Gesicht springen. Falls euch das irgendwie beruhigt. So. Stirb, Mann! Alter Egelmann. Was ist. Ah, eine Granate ist da. Oh, ich weiß, wozu ich die Granate benutzen kann. Weil jetzt kommen hier nämlich gleich zwei. So. Ich glaube, jetzt kommt noch mal ein Egelmann. Genau. Ein Egelmann kommt noch mal. Bei dem muss man halt auf die Schultern schießen, damit er nicht mit seinen Armen einen angreifen kann. So, und jetzt kommt gleich ein Quicktime-Event. Und jetzt muss ich. Beim letzten Mal musste ich B drücken, das habe ich verkackt. Was muss ich diesmal drücken? Ah, geschafft. So, ich musste wieder B drücken. Perfekt. So. Oh. Na, toll, alles voller Egel. Alles voller ekliger Egel. Oh, wer ist denn das da oben? That's the guy from the picture. Marcus? But you're dead. 10 years ago. Spencer had me assassinated and stole all of my research. Wesker. Something wondrous happened. The team was fused with the leeches and brought me back from the darkness of death. Der hat also so einen Egel gegessen. Have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. Natürlich, verwandel dich gleich in ein Supermonster. Natürlich. Ach, Mann. Warum habe ich noch keine Lebensanzeige für den? So, alter Marcus. Oh nein. Ich glaube, hier müssen wir einfach nur schaffen, dass wir ihn davon abhalten, uns zu töten. Auch wenn wir ihn gerade überhaupt nichts anhaben können irgendwie. Ach Mann. Ach, jetzt wäre so ein First Aid Spray in der Hinterhand zu haben, wäre ganz gut. Diese blöden kleinen Egel, die bringen mich hier am ehesten um. So. So ein Kraut wäre jetzt mal was. Ah, ich habe jetzt auch diesen Grenade Launcher. Den hebe ich mir noch auf, falls ich ihm irgendwann mal auch mal Schaden machen kann. Es kriegt ja auch noch so komische Tentakel. Mit dem er auch irgendwie megamäßigen Schaden austeilt. Und dann bin ich auch gestorben.
Eigentlich bin ich gerade echt nur durch seine kleinen Egel gestorben. Und ich darf halt dieses Kraut nicht zu früh gebrauchen. Ich muss das Kraut später nehmen. Ach, Mann. So. Nee, das Kraut nehme ich dann später. Ne, diese Egel, die haben mir eigentlich auch gerade den ganzen Schaden gemacht. Wenn ich schaffe, die wegzuschießen. Nein! Ah, endlich die. Ne, ich muss jetzt. Ah, da kommt, dann kommt er an. Wenn ich dann schon mal die Egel überlebe, dann kommt er an und macht mir Schaden. Ah, nein, wollte ich gar nicht. Oh Gott! So, erstmal kommen immer die Egel, glaube ich. Nee. Oh Mann! Fuck it! Scheiße! So. Nochmal von vorne. Wenn ich es halt mal schaffe, diese blöden Egel zu besiegen, dann kommt er an. Ah, und dann muss ich direkt nochmal auf ihn dann schießen. Er kommt jetzt. Na, zuerst kommen immer Egel und dann will er einen Schlag gegen mich machen. Okay. Mann, 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 Mann. Okay, diesmal sieht es echt besser aus. Erst die Egel, dann die Schulter. Okay, also mit der Taktik komme ich hier wirklich gut voran. Erst die Egel, dann die Schulter. Oder auch mal nicht. Manchmal geht's eben nicht. Scheiße. Jetzt wäre es schon mal schön, wenn wir mal wechseln könnten, dass ich mir das grüne Kraut schnappen kann. Ah, oh. Oh, schade. Man hängt jetzt hier gerade in so einer Endlosschleife drin. Ich wollte ja schon sagen. So, grünes Kraut ist geschnappt. So, er macht jetzt nochmal Dude Evolution-mäßig hier rum. So. Wow. Okay, jetzt muss ich ganze Zeit auf ihn draufballern. Alles in Ordnung, fragst du? Na, ich würde ja mal sagen, nicht, weil hier ist gar nichts in Ordnung. Okay, wie komme ich jetzt hier weiter an der Stelle? Boah.
Er ist halt jetzt der Endgegner der ganzen Zugentgleisung und ein schwerer mit dazu. So. Aber mittlerweile kenne ich mich ja so ein bisschen aus. Also, erst einmal die Schrott geholt. So. Erst die Egel, dann die Schulter, dann laden wir nach. Und dann wieder erst die Egel, dann die Schulter nachladen. Gib mir deine Egels. Und nochmal. Ah, schade. Man muss halt genau diese Zeitfenster haben, dass man dann auch nicht, wenn die Egel kommen, am Ende keine Munition mehr hat. Damn, it's not working. Ach so, jetzt hat er einfach mal die Egel weggelassen. Dachte sich, wer braucht schon Egel? Ich sollte auch ein bisschen mehr auf ihn drauf schießen. Weil ich glaube auch, dass ich so ein bisschen Damage schon auf ihn machen muss. Um hier diese Events weiter zu triggern. So. Wir nehmen jetzt aber noch nicht. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt mal unsere coole Kanone hier. Und machen jetzt einfach mal ein bisschen Druck. Ah ja, ah, fuck it. Okay, jetzt liegt er am Boden und wir können... Oh, so. Ups. Ach ja, mal wieder ein Selbstzerstörungsmechanismus. Das kennen wir ja schon von Resident Evil. Das passiert hier ja öfter. Okay, ich glaube, wir haben jetzt einen Checkpoint erreicht. Ah ja, oh Gott, das haben wir jetzt. Oh oh. Ach, jetzt hat er hier auch noch die... Achso, jetzt müssen wir ihn quasi einfach nur davon abhalten, dass er uns hier zu nahe kommt. Also ihm einfach jetzt immer schön die Kugeln ins Gesicht schießen. Dass die immer so mega schnell zu sowas super ekligen mutieren, ne? So, hier. Boy. Ja, übrigens das Staffelfinale, ne? Von der ersten Staffel sozusagen. Oh Mann, 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 Mann. Oh Gott, der kommt gerade ziemlich nah. Oh, fuck it. Ja, hier irgendwo muss es eine Schwachstelle geben. Ich finde sie nur gerade nicht. Vielleicht da vorne ist eine komische Pflanze, die da ist. Nein! Okay. Okay, den Part haben wir auch überstanden. Puh. Oh Gott, ist das Ding eklig. Oh mein, überall Zähne. Oh, oh.
Die Sonne scheint ihm wohl nicht zu gefallen. Okay, das heißt, wir müssen es irgendwie in die Sonne treiben. Nein, das war falsch. Was? Wieso hat das nichts gebracht? Oh Mann. Okay, wir müssen es auf jeden Fall wieder zurück. So. Das Fiese ist ja, man muss auch wirklich immer die richtige Stelle bei ihm treffen. Oh, oh. Also ich glaube, er fast... Ich glaube ja fast wirklich, man ist ja mit der Pistole fast schon am besten beraten. Ich meine, ein bisschen Schaden machen wir ihm ja, so ist es ja nicht. Alter, jetzt geh endlich zurück in die scheiß Sonne. Alter. Mann! Wenn ich ganz nah dran bin, dann kriege ich immer diesen blöden Weak Spot mal so richtig getroffen. Aber dann geht er auch nicht so richtig zurück, wie ich das gerne möchte. So. Komm, 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 geh zurück. Ja, klar, natürlich aufs Maul ziehen. Das habe ich jetzt auch schon begriffen. Ich habe doch Z gedrückt. Ach Mann, ich verbrauche die ganze gute Munition hier. Jetzt geh in die blöde Sonne rein.
So. Der will aber auch nicht, ne? Der will nicht jetzt endlich. Machen jetzt mal ein bisschen Eindruck hier. So. Ja, Mann, ich krieg dich endlich down. Alter, ist ja schlimmer als ein Dark Souls-Kampf. Dark Souls-Kämpfe sind ja echt schon hart. Ich hab doch... Alter, ich bin... Alter, wenn du mich jetzt echt hier auf den letzten Meter noch killst, ne? Scheißteil. So. Ey, ich krieg... Ey, ich krieg dich schon. Jetzt heißt es du oder ich. Ja, bin ich auch der Meinung. Jetzt bringen wir es hinter uns. Ah. Oh. Aber immerhin, wir zergen das Ding ja trotzdem runter. Also wir machen schon ein bisschen Damage. Nicht so viel, wie ich gerne machen möchte. Aber... So. Kommen die letzten Schüsse. Und da haben wir es besiegt. Oh. Besiegt. Oh. So. Weg mit der Knarre, ey. Und komm. Verbrenne und stürz in die Tiefe. Und natürlich geht jetzt auch die Selbstzerstörung los. Oder? Ah ja. Da sind sie, Rebecca und Billy. Am Morgen danach. People are waiting for me. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Rebecca, thank you. Ach, ein schöner Salut nochmal zum Ende. The pair overcame impossible odds and made it out alive. Lucky, I suppose. Since the event, Billy Cohen has gone missing. While Rebecca is about to enter a new nightmare as she heads for the mansion. So, Leute, ich würde sagen, mal gucken, wie wir jetzt abgeschlossen haben. So. Also, mit einem B-Rang haben wir abgeschossen. Immerhin, ey, wir haben einen S-Rang bei Treffer. Und den Granatwerfer haben wir erhalten. Resident Evil Zero Übersicht 1 erhalten. Vorgänge im Herrenhaus 1 ist jetzt freigeschaltet. Also Resident Evil 1, die neue Kampagne. Wesker Szenario Anfänger Kapitel 1 ist jetzt freigeschaltet. Genau. So. Und wir haben jetzt insgesamt mit einem C-Rang abgeschlossen. Ist okay. Also ich glaube, da können wir nicht meckern. Jetzt können wir nämlich sehen, das haben wir nämlich hier, wie ihr seht, haben wir nämlich jetzt hier schon das erste Bonus-Chapter. Das werden wir natürlich auch noch zocken, allerdings dann erst in den Bonus-Staffeln. Ja, in der nächsten Staffel, ich finde das geil, dieses Staffelkonzept macht mir richtig Spaß. Ich lege mal ganz kurz die Lightgun weg. Macht dieses Staffelkonzept wirklich Spaß, weil jetzt hat was abgeschlossen ist. Jetzt haben wir erstmal einen Teil beendet und jetzt geht es dann mit dem nächsten weiter. Und dann tatsächlich geht es ins Herrenhaus, in die Geschichte von Resident Evil 1. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start in der zweiten Staffel vom The Umbrella Chronicles. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.